Das Ergebnis jeglicher Handlung liegt bereits im anfänglichen Gedanken. Alle Handlungen und Gedanken eines Individuums fließen in das System der Menschheit ein. Wenn sich ein Mensch dieses Effektes nicht bewusst ist, handelt er automatisch aus einer egoistischen Absicht heraus. Wenn Absichten verschiedener Menschen kombiniert werden, stehen sie in einem natürlichen Konflikt zueinander. Auf globaler Ebene enthüllen die derzeitigen Krisen den anfänglichen Gedanken hinter unseren Handlungen, indem sie sich dieser egoistischen Gedanken bewusst werden, können Individuen bewusst die Absicht ihrer Handlungen steuern. Nur durch die Veränderung des anfänglichen Gedankens vor einer Handlung können positive und sinnvolle Ergebnisse erzielt werden. Das ist das Gesetz der Absicht. Leider achtet niemand auf die eigenen Absichten.